Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battlelog Theater zusammen mit dem Schwein, ich meine mit Schweinen und The Lion. Und ja. Die können treten. Wie, die können treten? Wenn du B drückst. Oh Gott, dann ist treten das süß. Ich find's ja, komm, geh weg. Geh weg. Ich finde das ja auch so toll, dass man sie rufen kann. Nein, ja, nein, lauf halt nicht weiter. Kommen. So, dass man sie rufen kann. So toll. So, dann nehme ich halt deins. Oh. Toll, komm hier nicht mehr rüber. Doch. Hey, ihr könnt mich doch nicht hier lassen. Oh, ich kann sie ja rufen. Nope. Guck mal, kommen sogar zwei Schweinchen zu mir. Oh, wir brauchen es aber nochmal. Verdammt. Oder? Die kommen nicht hier hoch. Die können nicht springen. Wie sollen sie rufen? Da steht aber, dass sie links von uns. Na gut. Nein, nein, nein. Ah, komm, das ist doch fies. Ist das mir, glaube ich, gerade zum ersten Mal die Katzen im Publikum aufgefallen sind? Ernsthaft? Wir sind die ganze Zeit im Theater. Waren die schon immer da? Ja, wir sind die ganze Zeit im Theater für Katzen. Ich weiß, dass das ist die ganze Story. So weit bin ich auch schon gekommen, aber dass man wirklich so, dass man die sieht. Ja, die sind ganz, also wenn wir nicht so weit halt unten nur, ne? Sind. Ja. So, jetzt Rätselspaß mit Lumi. Mach du mal, ich schlafe eine Runde. Learning by doing und so. Also einer von uns muss jetzt mal aufhören. Das bist du. Ja, hab ich auch gerade gesagt, geh mal weg da unten. Ich komme nicht mehr raus, mein Kopf steckt fest. Weg, weg, weg. Warum sind manche dunkelgrün und manche weiß? Das ist eine gute Frage, nächste. Nee, das brauchen wir bestimmt nicht hier unten. Boah, soll ich die einfach mal puzzeln lassen? Ich gehe dann durch den freien Weg oder müssen wir zusammen gehen? Weiß ich nicht. Hallo. Wow, ich habe gerade rübergezogen, schieb sie zurück. Ja, jetzt bin ich im Block. Moment. Warte mal, ich kann's, du kannst so machen. Ja, und dann? Und dann darfst du nicht mehr mitkommen. Merke ich schon. Da bau dir halt deinen eigenen Weg. Ja, würde ich gern. Bin leider ein bisschen fest gebaut. Oh scheiße, hab ich dich jetzt wirklich eingebaut? Du hast mich wirklich eingebaut, ich komme nicht raus. Ich kann nur einen Stein ziehen, den kann ich vielleicht genug bewegen. Das gefällt mir ja. Frag mich doch mal ganz lieb um Hilfe. Würdest du mir bitte, bitte helfen? Ich weine schon, ich bin so einsam hier. Moment. Weißt du noch, wie es geht? Ja. Achso, aber das ist sehr wenig. Ja. Moment. Wir kriegen das schon. Du müsstest vielleicht den unter mir theoretisch wegziehen. Nein, das geht nicht. Warte mal. Was soll ich wegziehen? Den Stein unter mir müsstest du wegziehen, wenn ich nach unten rauskomme. Nicht. Du müsstest irgendwie unter mich kommen wieder. Oh, jetzt warte mal. Kein Stress. Die Mumi macht es schon. So. So, dann kann ich zumindest nach unten. Ich glaub, wir müssen wieder ganz raus. Wir müssen zusammen zeitgleich durchgehen. Ja, aber dann. Kannst du. Guck mal, dann geh doch mal hier hoch und danach schiebe ich es mir wieder zurecht. Von hier aus müsstest du jetzt weiterkommen. Geh mal, fass schon mal oben an. Und ich spring hoch und du schiebst es unter mich. Komm schon. Genau. Jetzt kannst du einfach weiter rüberschieben, noch eins weiter. Dann kommen wir weiter hier raus. Ah. Also doch eine Teamarbeit. So halb. Über meine Leiche läuft sie. Nicht über meine Leiche. Da kommt der Begriff eine ganz neue Bedeutung. Ich glaube, hier muss ich dich werfen. du mich. Wirf! Ich muss hier wahrscheinlich über irgendeinen Druckknopf betätigen, damit du hier. Oh, oder so. Nee, du könntest einfach dort warten oder so. Dann wäre ich mitgekommen. Okay. Vielleicht ist es doch synchron. Echt? Sollten mitsingen, damit wir das wissen. Ja, unbedingt. Nee, dann ist es doch nicht synchron. Dann war es nur gerade zu wichtig der Refrain.
Irgendwie muss da links noch was sein, oder? Ja. Guck mal, langsam denke ich in den richtigen Maßstäben. Hopp, 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 hopp. Ich bin ein Schwein. Ja, dann wirf mich doch. Mach nicht. Ja, du stehst ja nicht auf mir. Stell dich mal drauf. Steh auf mich. Okay, da oben gibt's aber noch was. Ja, jetzt kannst du auf mich stellen. Steh wieder auf mich und jetzt spring. Ich steh auf dich und springe auf dir. Autsch. Wo müssen wir jetzt hin zum Ausgang? Haben wir das Wollknäuel schon? Ja, das habe ich ja gerade gesammelt. Ja, oh, ich guck gerade mal, wo wir jetzt hier... Oh, jetzt ist hier getauscht alles. Ja. Die machen sich das aber auch echt einfach. Also Levels lange zu machen mit wenig neuem Inhalt. Oh, verdammt. Also es ist ja nicht schlecht dadurch. Es ist nur... Also ich, eigentlich finde ich es bewundernswert. Es ist eine gute Sache, um wenig gearbeitet viel Spielinhalt zu präsentieren. Ich bin gerade voll am Frustfaktor, deswegen. Entschuldigung. Ich lasse dich noch ein bisschen frusten und bewundere derzeit die Schlauheit der Spieleentwickler. Wieso ist jetzt eigentlich wiedergekommen? Du machst das gerade alles zunichte, was ich versucht habe. Was mache ich denn zunichte? Alles. Was versuchst du? Ich versuche hier rauszukommen. Oh, nicht gut. Jetzt brauchen wir sie wieder. Komm, da kommen sie schon. Sogar geholfen. Achtung! Nein! Und wieder ins Wasser. Ich wollte mich doch oben festhalten. Warum hat er sie nicht festgehalten? Weil du wahrscheinlich nicht richtig gedrückt hast. Hab ich. Oh, jetzt jammer nicht, hol die doch nicht her. Ich wollte sie aber doch herholen, so richtig, brauchen wir doch. Ja, aber doch nicht alle! Ja, wir müssten schon irgendwie Teil da durch. Och, der hält sich einfach nicht fest, der ist doof. Was ist der, ein Dirk? Dörp. Dörp. P am Ende. Dörp. Das klingt wie irgendwas Gedörrtes. Nee, das ist einfach nur, du bist ein Idiot. Das ist ein Idiot auf Englisch. Ich dachte, das wäre Jerk. Nee, Jerk ist mehr im Sinne von Mobbing-Idiot. Ja, okay. Der gemeine Idiot. Der Dörp ist der dumme Idiot. Na, du musst es ja wissen. Wieso muss ich das wissen? Das möchte ich bitte erklärt haben. Wieso muss ich das wissen? Lass uns einfach weiterspielen. Ich bin doch eher der Jerk, habe ich so gedacht. Hier. Ja, du bist auch ein Jerk. Das ist ein Schwein. Ich will zu mir. Ich will auch zu ihm. Tu was. Ich habe was getan. Huch. Ach Gott. Ach Gott. Blasen. Blasen mit Luft. Nett. Aber da unten können wir eigentlich eh nichts machen, ne? Ach doch, wir müssen sie wieder wegkriegen. Das Ding ist wieder töten. Hm. Oh fuck. Oh, ich hab mich gerade mit dir verwechselt. Wie kommen wir denn überhaupt dahin? Ach, du hast wieder die blöde Luftding angemacht. Jetzt ist es wieder aus. Geht nämlich einfach auf der rechten Seite weiter. Kommst du mit der Nerve irgendwie dahin? Ich komm zu dir. Kannst du den nicht? Ach nee, ja, der läuft an die Wand hoch, ne? Ja, der läuft einfach irgendwie überall hin. Oder auch gar nicht. Toll. Wirklich, du kannst mich wirklich besser umbringen als ich dich. Vielleicht kannst du auch die Katze einfach besser umbringen. Wollte ich versuchen. Das rechts darf aber nicht an sein, ne? Immer noch. Ist schon wieder an? Nur wird zu lang. Ne, jetzt ist er gerade aus, ist ja richtig. Ne, jetzt ist wieder an. Dann, genau, dann wieder. Jetzt habe ich's. Yay. Finally. Weil sonst geht es immer kreuz und quer, du bist gar nicht durchgekommen. Moment mal, hier ist noch irgendein Geheimnis. Wie wirft man die Dinger? Ich mach dann da unten mal weiter. Macht es. Ich komm gleich.
Ich weiß nicht so ganz wie. Wo willst du mit dem Ding hin? Da links. Ich muss, glaube ich, ihn oben fangen. Würde ich behaupten. Moment. Konnte gerade. Wieso geht's jetzt nicht mehr? Konnte gerade so schön hochwerfen. Ich raff's nicht. Da. Kannst du jetzt versuchen zu fangen? Nee. Nee, du musst, glaube ich, in dem Moment das Festhalten drücken. Und du darfst nicht draufstehen auf dem Ding. Du musst schon wirklich. Ja. Nur hätte ich einen Stein in der Hand. Was für eine Taste drücke ich zum Festhalten? Den rechten Trigger. Ja, das hab ich ja gemacht. Achso, das ist die. Ja. Aber ich glaube, du stehst zu nah dran, weil du blockierst das. Jetzt fliegt nämlich höher, hier. Hm. Keine gute Idee. Vielleicht brauchen wir auch zwei davon. Hm. Ich weiß eh nicht, was wir damit machen sollen. Eigentlich müssen wir erstmal diese Dinger deaktivieren. Oh, hier gibt's einen Teleporter. Ah, hier ist der Schweinchen-Teleporter. Schwein! Aber er kommt noch nicht hin. Oh, hier komme ich jetzt hin. Was hast du jetzt da oben gemacht? Noch gar nichts. Ich habe nur das Ding eingesammelt und so einen Punkt. Okay, dann sammle ich mal. Hier ist noch ein Drückknopf. Hanni Bubu, ich brauche dich hier. Steh auf mich. Ja, ich stehe auf dich, aber da unten kommen wir nicht hin. Da müssen wir das Fass hinbringen. Das fällt doch durch die Wolke. Ja. Aber hier ist wieder eine Aufgabe für dich, mal hier hochzukommen zu mir. Entschuldigung, warte. Wir haben nämlich den Stein da links oben. Ich weiß, wie wir es mit dem Stein machen. Wir haben den Stein links oben für den Druckknopf links oben. Oder rechts oben. Ja, und für den rechts unten aktivieren wir dieses Feld wieder. Weißt du, was ich meine? Ich erklär's dir nachher. Oh, warum hast du das nicht machen wollen? Jetzt muss ich wieder auf den Dings aufpassen. Du darfst nur nicht ins Wasser fallen. Sterben darfst du, darfst nur nicht ins Wasser fallen. Oh, Katze. Sag doch nicht Sachen, die ich nicht machen darf, dann mache ich sie garantiert. Was denn? Musst du wieder zurückkommen? Irgendwie. Ja, aber jetzt. Kannst du nicht durch den Knopf einfach mit runterfallen? Ja, sehr gut. Ich hab's doch gesagt, lass mir sowas nicht. Ich war. Du hättest kurz warten müssen, du hättest jetzt oben wahrscheinlich runterfallen können. Aber dafür weiß ich, wie wir das hier machen. Ich bin nicht ganz unnütze. Hier, guck. So. Moment, der muss ich aber dann erstmal aufnehmen. Geh mal weg. Ja. So, jetzt. Achso, ich kann aber dahin. Ha, ha. Nee. Und der muss jetzt mit uns hochkommen. Okay, viel weiter weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe es eben gedacht, jetzt bist du wieder dran. Moment. was zum Teufel machst du? Ich versuche da was. Okay. Du musst es doch nur nach links kriegen, da auf den Druckknopf. Ich glaube, wenn ich ihn hier habe, kann ich ihn auch rüberwerfen. Ha. Genau. Ich hab mich nicht mehr. Ich muss selber hier hochklettern. So, Schweinchen sind jetzt wahrscheinlich das Schweinchen frei. Ich habe jetzt so ein Chatback, wo fahre ich damit hin? Zum Schweinchen, würde ich sagen. Aber wo war der Teleporter fürs Schwein? Nee, der Teleporter fürs Schwein ist hier, das Schwein muss wir bloß hier durchlotsen. Tada! So. Ah. Genau, das ist das Schweinchen, mein ich Schweinchen. Ich will das Schwein! Geh weg! Ich weiß nicht, was wir mit dem Schweinchen machen, wozu? Ist mir egal, ich will es haben. Kannst du auf mich drauf sitzen? So hier so drüber, dann da durch? Nee. Nee. Achso, Moment mal. Ich weiß nicht, wie man das mit dem Schwein macht. Geh nochmal. Mal weg, Mensch. Hier. Du musst jetzt mal hoch. Yay. Hey. Oh, das war zu früh. Toll. Das ist ja nicht Teamwork. Schwein! Schwein! Finally, someone made it. Komm her, komm zu uns. Schweinchen und mir. Jetzt hab ich das Schweinchen. Ich kann mir die Schweinchen in die Unendlichkeit reiten. Das war unfair. Bis zur Unendlichkeit. Okay, haben wir nicht irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben nicht alle erwischt diesmal. Kann sein, ich hatte auch keinen grünen Schimmer vorm Gesicht. Ja.
Knäulchen und Dingens. So, jetzt kommt wieder das Boss-Level. Oh nein. Haben wir noch die halbe Folge, ne? Ja, ja. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit, so. Für zwei Level. Für zwei Level, für die wir eigentlich nur 2 Minuten jeweils brauchen dürften, oder? Meistens, ja. Guck mal, siehst du jetzt die Katze im Hintergrund auch? Ja, aber ich habe sie nie unten wahrgenommen. Nur wenn unten ist. Ja. You have to run. You cannot walk, for this is a race against the clock. Oh, ich liebe meine Stimme. Liebst meine Stimme, das ist aber nett von dir. Nicht deine, sondern die Stimme von dem Typen. Boah. Deine mag ich, sonst würde ich ja nicht mit dir aufnehmen. Boah. Ich weiß nicht so ganz, was wir hier machen sollen, gell? Guck grad mal. Machen wir das aus, damit die Bombe uns nicht mehr sonst wohin fliegt. Geht's da lang? Ja. Bist du ernsthaft da so gerade durchgefallen? Oh, ja. Ich hab's auch hingekriegt. Oh shit, jetzt bin ich tot. Ein bisschen begeistert von dir, sagst du? Ja. Ah, verdammt! Ich glaube, wir müssen da theoretisch noch hoch. Kommen dann nur zusammen weiter, oder? Och. That's not good. Was will mir raus? Wieder hoch müssen. Was ist denn da links? Das sind Flügel. Denke. Guck mal, das sind Flügel. Kann natürlich auch das sein, dass wir das nehmen. Ich nehme mal den. Du darfst das mit dem Bekleiderkrieg machen. Oh oh. Eventuell habe ich ein bisschen was angezettelt. So, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Nee. Wo soll ich mit den Flügeln hin? Ich dachte, du bist gerade schon da hoch, wo du mit den Flügeln hin hättest hingesollt. Mir war tot. Jetzt brauche ich mir neue Flügel. Was soll man denn da oben mit den Flügeln machen? Was sollte man denn da unten mit den Flügeln machen, außer dass es ein Haufen Teleporter sind? Die uns alle nirgendwo hinbringen. Ich muss von der Bombe weglaufen. Okay, ich bin hier. Ah? Oh. Abstand. Bin ich denn jetzt? Ach komm! Halbe Level wieder rennen. So, ich hab den Dings. Den Kristall da. Hier kommen wir zu dem Wollknäuel. Oh, oh, was bist du denn? Das ich krieg gar nicht mehr durch, was hier eigentlich abgeht. Also. Ich bin maßlos überfordert. Ja, ich irgendwie auch so ein bisschen. Das ist einfach zu viel und zu bunt und zu. Wow. Oh mein Gott, ich bin fast oben. Ah, das Vieh macht die Dinger kaputt. Super anstrengend. Und ich auch. Du machst sie auch kaputt? Ja, indem man sie berührt, macht man sie kaputt halt. Macht das Vieh auch uns kaputt? Ne, das schiebt uns bloß weg, glaube ich. Nicht rausgefunden, wie wir das Ding wegkriegen. Ich glaube, wir können den Roboter nicht zerstören, oder? Ja, wir müssen dann irgendwie gut springen können. Nach oben, vermute ich mal einfach. Ja, ja, da oben gibt's irgendwie noch ein Kristall. Ne, den Wolfgang. Ich war oben! Dieser blöde Ball, ey, der kotzt mich jetzt schon so hart an. Ja, du schaffst es! Go, 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 go! Perfekt. Ich hol das Wollknäuel. Geh du zum Ziel. Welches Wollknäuel? Ich hab's schon. Geh zum Ziel. Achso, wo ist denn das Ziel? Rechts, rechts runter. Oh, fuck it. Kannst doch hier dann direkt rechts laufen. Hier. Kann ich? Nee, hier kommen wir nicht durch. Oh. Doch. Wenn du mich hier mitnimmst schon. Scheiße. Hier kommt man durch. Geh rein! Kommt man durch. Oh. Ja, 7 Sekunden. Easy. Keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Au. Dankeschön. Wir brauchen Moment mal. Tu mal auf das Ding. Links. Noch weiter links. Nein, den Stein. Nicht dich. Okay, warte. Hä? Ach, das ist wieder der Bug. Ja.
Moment, da musst du versuchen aufzufangen jetzt. Und jetzt nach rechts. Ins Wasser. Damit wir da drüber springen können. Nee. Klar, oder geht doch. Das. Boah, verdammt. What's going on? Wer denkt denn sich so einen Kram aus? Welche Rippe hast du jetzt genommen? Ich hab keine Ahnung, was ich da gerade mache. Ich hätte gerne mal so eine Statistik, wer von uns wie oft gestorben ist. Gibt's vielleicht am Ende, keine Ahnung. Am Ende? Die Bombe hat ja gut funktioniert. Au. Och komm. Oh je. Gott. Das sieht. Ach, die pusten da oben. Die sind Hunde. Das ist jetzt echt ein bisschen anstrengend. Ich sehe das Spiel einfach viel zu bunt und zu unübersichtlich. Und das demonstriert mir damit meine eigene Unfähigkeit. Das mag ich nicht. Ich habe einen schon unten ausgeschaltet, deswegen haben wir nur zumindest mal die Hälfte der Dingens. Wow. Das ist so gut gemacht. Ich wäre hier sang- und klanglos verzweifelt. Du läufst halt einfach rein. Weißt du, ich denke so, kurz stehen bleiben, dann erwischt es nicht und du läufst halt einfach rein. Ja, aber du läufst genauso, du stehst genauso wie ich gerade. Ja, so. Ich kann nichts dafür, ich bin so wiederbelebt worden die ganze Zeit. Jetzt, Ja, fang du mal an mit Laufen. Es ist auch mit Timing schwer zu machen. Oh oh. Wir haben Gefalle. Töte ihn. Habe ich. Nicht mich, das ist ein Schwein. Schwein. Wir haben alle. Wolfbeul. Schild ist rechts oben, um das Schwein auf dem Ding zu stellen. Auf was? Das sind Druckknöpfe links. Geh auf den Druckknopf links. Ich hab den Druckkopf links ohne Schwein. Dankeschön. Oh verdammt, das ist auch doch das Schwein. Müssen sie mich zusammen. Ach komm. Das ist jetzt doch blöd. Das ist doch jetzt. Das ist das Schwein da rechts. Komm, wo wir das Schwein. Du kannst das doch rufen. Ja, komm mal zu uns, Schwein. So, das Schwein, bleibst du da stehen. Jetzt kannst du auf mich drauf. Ach komm. Kann das Ding auch bei mir. Warum ist das Schwein jetzt wieder runtergelaufen? Wir brauchen die Schwein. Ich hab's nicht gerufen. So. Oder so. Hey, wir haben es geschafft. Hat nur 7 Minuten gedauert. Ja, wir haben keins doppelt machen müssen. Ja. Wieso bin ich eigentlich immer ein Stück über dir? Bei mir bist du gleich aus. Ich werde das vorhin in. I admire your tenacity. Truly I do. For show. But things have really gotten out of control here. You've all quickly gone from precocious, lovable scamps to problematic liabilities. How ridiculous. Are we truly the only sane people on this twisted island? Or perhaps we're the crazy ones, and they're all sane. What a twist that would be. No, that's impossible. These guys are bat poop crazy. We gotta get the Hattie ASAP. As soon as we're home like a bullet. Mega super-y fast. But you gotta get through that vault and get that key. First, and this particular vault is more dangerous than telling a girl she's chubby. Oh my god! I know, right? It's a poop-inducing nightmare in there. You're gonna be killed until you're dead. But you know, put your big girl panties on. Everybody has problems. And not to add another ingredient to your rich, chunky stew of personal problems, but the staff's out for blood now. And they mean business. Their spirits have grown far too weary, children. And a weary spirit requires sustenance. Rich, buttery sustenance. Sustenance is only sustenance. Sustained by killing Hattie and starting this insanity all over again with a new person. What a counterproductively futile charade this is. When will they shatter their shackles of ignorance to transcend the bane of their self-afflicted misery? When will they stop being stupid, crazy, dumb jerks? Everyone's kind of sick of it. But I guess there's no reasoning with madness. Or cats, for that matter. Seriously, try talking sense into a cat. They just stare at you with their lifeless, patronizing eyeballs for like a couple of seconds, and then they just walk away. And then you're like, don't turn your back on me. And they're like, nah. And then you're all like, and then they're all like, nah. But it is what it is, I guess.
So are you ready for the most importantly important mission of your entire life? I hope so. It's time to show these guys they picked the wrong boat of friends to tangle with. Just hold on a little longer, homie. We're coming for you. It'd be nice if you could meet us halfway, but, you know, whatever. Nah! Ach, der Vergleich zu den wohligen Mädchen war einfach sehr schön. Ja. Okay, ich glaube, es ist aber auch ein guter Punkt, gerade einen kleinen Cut zu machen. Passend zum Kapitelende. Wir waren erstaunlich schnell heute irgendwie. Ja, also vielleicht sollten wir einfach immer ein paar Wochen Zeit zwischen dem Zocken lassen und dann festigt sich das ins Gehirn, was wir eigentlich machen müssen. Ja, oder man wird nicht so irre von dem ganzen Quatsch. Das kann auch sein. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.